Moin moin, liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian und ich stelle euch ein Web vor. Und zwar, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Sviniaki. Ich würde behaupten, Polnisch auf jeden Fall nicht Deutsch. das ist eine Vielfach-Map. Wenn ich euch gleich die Karte aufmache, wisst ihr auch warum. Es gibt hier für euch eine Menge zu tun. Also wer wirklich Spaß hat, viele Felder zu bewirtschaften mit verschiedensten Fruchtsorten, also zumindest Standardfruchtsorten, der ist hier genau richtig aufgehoben. Der Modder. Nennt, also der Modder heißt Norbin, zumindest steht es so in der Mod-Beschreibung, die er mitliefert. Gibt uns folgende Information mit. Das ist wieder eine Vierfachkarte. Die Karte entspricht, so sagt er selber, bis zu 90% der Realität. Der Rest ist, weil das Spiel ist oder die Möglichkeiten der, des Moddings nicht hergibt. 10% entspricht halt seiner Fantasie. Zu dem Map sagt er noch folgendes: Es gibt sechs vorgefertigte Plätze für eigene Höfe. Die sind grün markiert mit einem grünen Punkt, das zeige ich euch gleich. Es gibt insgesamt, jetzt haltet euch fest, 244 Felder einschließlich Wiesen, vier Verkaufspunkte. Die Verkaufsstellen für Kartoffeln und Zuckerrüben sind getrennt. Es gibt eine Biogasanlage, ein Sägewerk, ein großes Waldgebiet. Die Map ist nicht ebenerdig, sondern auch hügelig, also ne, bekommt einen richtigen Charme dadurch. Es gibt an den Feldern Missionen. Es gibt Transportmissionen und halt ist sowas Seasons Ready. So sagt das halt der Modder. Er sagt aber auch, dass es empfehlenswert wäre, den Karrieremodus Farm Manager zu wählen. Ist für die Map wohl am verträglichsten. Diese Map ist auch nur für PC und Mac, nicht für Konsolen. Das mal vorab. Und was ich dazu sagen kann, auch egal auf welcher Schwierigkeitsgrad ihr startet, außer bei neuer Farmer habt ihr einen gewissen Fuhrpark, aber ihr habt trotzdem keinen Hof, kein Silo, kein nichts, kein gar nichts, sondern nur nackt. Ich glaube, ein Trecker, ein Drescher und zwei, drei Anbaugeräte und das war's dann. Also das ist wirklich dann Gen 0. Wir machen mal die Karte auf. Bitte nicht erschrecken. Ihr seht es, er hat nicht übertrieben. Es sind wirklich 244 Felder und Wiesen. Ich habe es zwar jetzt nicht gezählt, aber ich vertraue diesem Modder mal ganz einfach. Und ihr seht einfach jetzt hier auch hier unten mal dort einmal der grüne Punkt. Da könnt ihr quasi einen Hof, das sind Freiflächen für eine eigene Hofgenerierung. Hier ist nochmal einer. Hier oben befindet sich einer, am Sägewerk ist einer, ziemlich zentral ist noch einer. Und da könnt ihr quasi euch eure eigenen Höfe erstellen und bauen. Ja, wie gesagt, was gibt es zur Map zusammen? Wir können ja mal in die Übersicht gehen. Ihr seht, es gibt hier 2, 4, 6, 8, 10, 12 Verkaufspunkte. Und es sind halt alle Standardfrüchte aus dem LS. Also jetzt keine eigenen Früchte oder so, sondern halt alle Standardfrüchte. Ja, wie gesagt, Verkehr ist verbaut. Wir können ja mal in die Luft gehen. Und es ist böse gemeint ist. Und ihr seht, ne, es hat wirklich Charme. Es sind auch viel Waldstücke, ne, hier die BGA einmal zur Veranschaulichung. Es ist halt Standard, es ist jetzt nichts Eigenes oder Weltbewegendes, sondern es ist Standard. Aber ihr seht halt, die Feldanordnung ist natürlich schon wirklich Wahnsinn. Das muss man mal ganz deutlich so sagen. Ne, wir können nur die Karte größer machen, wir sehen, wo wir sind. Aber ihr seht auch hier die Felder, teilweise ganz kleine Landstriche. Ich meine, ja, ob das jetzt so gut ist, ich meine, hier fahrt ihr mit dem Drescher einmal rauf, einmal runter und habt das Feld fertig, ist. Also, es bietet halt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ne? Davon, das muss man mal ganz deutlich so sagen. Auch hier hinten, wenn wir mal Richtung Sägewerk gehen. Ne? Gehen wir mal hier runter. Moment, so war das. Ja, hier am Sägewerk, aber hier ist halt wirklich nur. Ein reiner Verkaufspunkt für Holz. Ihr könnt hier keine Paletten oder ähnliches machen. Es sind ja auch keine Produktion verbaut. Das muss man auch ganz deutlich so sagen. Es ist in erster Linie wirklich nur hier ansehen, ernten und verkaufen. Ne? Hier ist dann, wie gesagt, Kartoffeln, Zuckerrüben ist separiert. Aber die Map, wie gesagt, entspricht halt wirklich, so wie der Modder sagt, wahrscheinlich der Gegend. Nennt man Zwiniak. Ja, was gibt es noch zur Map zu sagen? Wie gesagt, ihr seht wirklich viele, viele Felder in den zentral gelegen, ein riesen Waldgebiet, wo sich alle Freunde der Forstwirtschaft wirklich austoben können. Es gibt ein kleines Dörfchen, es gibt Gewerbegebiete, viele Speditionen werden hier angedeutet. Ich würde nur behaupten, hier ist so ein kleiner Autohändler, wo man seine Autos kaufen kann. Ja, ihr seht es halt, ne? Verschiedenste Autos, die man da kaufen kann. Ja, hier ist dann der Shop. Der Viehhändler ist hier direkt angrenzend. Eine Tankstelle gibt es auch. Also, ja, wie gesagt, es ist eigentlich hier soweit alles verfügbar. Den Verkaufspunkt habt ihr gesehen.
Ja, was gibt es noch damit zu sagen? Eigentlich nicht mehr viel. Wie gesagt, Scham ist aber gegeben. Es ist nicht einfach nur eine Anhäufung an Feldern, die gerade sind. Klar gibt es viele Felder, die jetzt quadratisch sind. Also auch gerade für unsere Freunde, die gerne mit dem ja, LS19 Helfer arbeiten, ist es freundlich. Hin und wieder mal klar ist so ein Baum in der Mitte, der ein bisschen stören könnte. Aber ihr wisst ja, im Shop gibt es eine Kettensäge. Da könnt ihr das Problem mit beseitigen. Ja. Mehr gibt es zu der Map eigentlich zu sagen. Das ist wirklich für Freunde, die gerne und viel Feldwirtschaft betreiben in verschiedensten Variationen. Zur Not kann man auch wirklich diese Felder nutzen, um halt Produktion zu platzieren, um das Ganze ein bisschen interessanter zu gestalten. Aber so, ja, roundabout würde ich behaupten, ist das echt eine runde Sache hier. Also wer wirklich Spaß dran hat, gerne. Ne? Ihr seht, die Feldanordnung ist nicht immer alles gerade, sondern auch ab und zu mal hier mit Ausbuchtungen drin. Zwar quadratisch, also nicht rund, aber es ist wirklich, es passt, es ist angenehm. Also wer wirklich Lust hat auf viele Felder mit verschiedensten Früchten, ist hier, glaube ich, genau richtig aufgehoben. Die Map ist so, ist logfehlerfrei. Das heißt also, ich teste sie hier gerade auf dem Singleplayer-Modus. Kann sie ganz getrost nutzen. Wir können ja auch mal speichern, genau. Wir können ja auch mal reinspringen. Hier oben ist ein Verkaufspunkt. Was das Gurb-Jacker bedeutet, kann ich euch nicht sagen. Ich bin der Sprache leider nicht mächtig. Aber das scheinen reine Verkaufspunkte zu sein. Na, wir gucken mal eben. Nicht zu langsam. So geht's besser. Na, ihr seht hier, ist auch mal alles schön dekoriert. Natürlich, diese Fahrzeuge tauchen des Öfteren mal auf. Das ist jetzt nicht einfach nur da, sondern die findet man relativ häufig auf der Map. Ist mir halt bei der ersten Begehung aufgefallen. Aber ihr seht auch hier wieder Verkaufspunkte richtig schön gemacht. Mit der Bedachung nicht einfach nur so ein ja, Trigger einfach im Boden eingelassen, sondern ist auch schon überdacht. Das heißt, auch mit Fahrzeugwahl ein bisschen aufpassen, wenn ihr Hochkipper habt, dass sie euch nicht da oben ans Dach schlagen. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Ne? Ihr seht hier halt ne, Kaufpunkte für Dünger wahrscheinlich. Hier nochmal die LKWs, ne, die tauchen halt immer mal wieder auf als dekoratives Mittel. Aber auch Wege und so sind wirklich gut gemacht. Ja, wie gesagt, testet die Map gerne selber aus. Ich kann es euch so weit empfehlen, wie gesagt, für alle Freunde, die gerne Feldwirtschaft betreiben. Wie gesagt, Log fehlerfrei, das hatte ich schon erwähnt. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Wie gesagt, testet sie selber aus. Ihr könnt auch gerne, falls ihr was entdeckt, was uns jetzt durch die Lappen gegangen ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Auch was euch, wenn euch was nicht gefallen hat oder ihr Verbesserungsvorschläge habt. Immer, immer gerne raus damit. Wir sind über jedes Feedback dankbar, weil wir wollen uns auch stetig verbessern. Ich hoffe trotzdem, dass diese Mod-Vorschau euch gefallen hat. Wenn ja, wieder Daumen da lassen. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich bin raus, euer Christian. Ciao.